einer Qualifikationsrunde. Es ist noch alles drin. Die Zuschauer sind im Stadion und freuen sich auf eine packende Partie. Und die erwarten wir, Sebastian, auch. Ja, ganz klar. Und die Trainer natürlich ebenfalls. Und wenn wir mal sehen, wer da unten alles auf dem Platz steht, was für Stars, was für Techniker. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf dieses Spiel, Tom. Denn wenn die das zeigen, was sie in ihrer bisherigen Karriere schon alles geleistet haben, dann wird das ein richtig gutes Fußballspiel. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Also wenn die Flanke so dicht vors Tor kommt, dann ist das überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Gut gespielt. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Hat nur noch, was für eine klasse Tat. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Das Zuspiel nach vorne. Ja, das war ein klasse Schuss aus dem Halbfeld. Also das war ein ganz schwacher Schuss und das wissen wir alle, das kann er viel besser. Und jetzt drängt sie nach vorne. Er versucht sich in eine Position für eine Flanke zu bringen. Und der Ball ist drin! Erstklassig, ein fantastisches Tor. Super, wie er den Ball verwandelt hat. Der Torhüter ohne jede Chance. Und klasse, wie er da das Mittelfeld mit einem weiten Ball überbrückt. Ja, da hat er noch nicht mal den Ball gehabt. Freistoß. Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben. Freistoß. Wunderbarer Pass. Achtung, jetzt brennt's. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Und er trifft ihn hier voll am Schienbein. Also da hätte man eigentlich gut und gern auch gelb geben können. Völlig richtige Entscheidung des Schiedsrichters, finde ich. Nur Freistoß. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Manch einer hat den schon drin gesehen, aber der Torhüter ist dann doch noch rechtzeitig zur Stelle. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Sauberes Kopfballspiel. An die Latte.
Guter Spielzug. Da geht er jetzt noch ein Stück, bevor er flankt. Jetzt hat er den Platz. So haben sie das im Training geübt. Ja, den holt sich der Keeper. Vorausschauend gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, Abwehr muss sich jetzt auf eine Flanke vorbereiten. Zur Pause steht es 1:0. Also wenn man sich überlegt, wie viel Glück dabei war, dass das Spiel noch offen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn wir hier am Ende noch einen klaren Sieger sehen würden. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Und über diese Distanz, genau auf den eigenen Mann. Ja, überhaupt kein Problem. Es gibt einen Wurf. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Ja, das sieht gut aus. Ja, da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Schön in die Offensive per Kopf weitergeleitet. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Ja, gut gehalten, aber den Ball muss er auch unter Kontrolle bringen. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Da könnte man eine Flanke gut vorstellen. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Ja, gut gerettet vom Torhüter. Gut gemacht vom Keeper. Jetzt kommen, den muss er doch eigentlich verwandeln. Elfmeter gibt's und jetzt nur noch die Frage, gibt's auch noch eine gelbe Karte? Ja, für solche Aktionen gab's auch schon mal
die rote Karte, aber er hat Glück, kommt jetzt mit Gelb davon. Oh, schon wieder Gelb. Jetzt sollten Sie aber langsam aufpassen. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Eigentlich ist er ein sicherer Schütze. Und das sah richtig gut aus. Das macht er gut, per Kopf. Ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion, klares Foul. Und das muss die gelbe Karte geben. Ja, für diese Grätsche muss er gelb sehen, das ist doch überhaupt keine Frage. Also, wer so spielt, darf sich über gelbe Karten nicht beschweren. Der Schiedsrichter muss hier einfach hart durchgreifen. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm, jenseits der Seitenauslinie. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Ganz weiter Ball vom Keeper. Da fehlt Pass. Genau so stellen wir uns das vor. Ja, jetzt könnte die Flanke gleich kommen. Der Trainer wechselt aus. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Zweimal 90 Minuten liegen hinter uns, immer noch gibt es keine Entscheidung. Und das bedeutet ab in die Verlängerung. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Und es gab ja die ein oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Und das ist wichtig, die ganze Abwehr steht kompakt. Oh, das hat er gut gesehen. Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Ja, und das gibt es im Fußball, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gibt. Ganz klar, erstmal Verlängerung. Das ist einfach super. Und auf der Linie gerettet. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Ja, bloß weg damit. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. So, das gibt die gelbe Karte. Der Ball war ja noch nicht mal in der Nähe. Ja, Tom, ich finde ohnehin, dass der Schiedsrichter heute eine richtig schwere Aufgabe hat. Schon wieder so eine rüde Attacke und völlig zu Recht wieder gelb. Und daraus könnte was werden. Sowas nennt man eine kompakte Abwehr. Das war klar, da muss er
nach der Aktion können Sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Ja, jetzt die Frage. Behält. Ein anderer Torhüter hätte den Ball vielleicht nur abtropfen lassen. Er nicht. Tolle Parade. Und der Torhüter weiß natürlich selbst am besten, wie wichtig das jetzt war. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Tja, ich bin nicht der Schiedsrichter. Ich hätte ihr mit Sicherheit die gelbe Karte gezeigt. Aber der Mann da unten, der gibt nur Freistoß. Auch wenn er sich hier vor Schmerzen am Boden wälzt, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Ja, das hat er schwach gemacht. Das war einfach nichts. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff. Und jetzt stand er auch noch im Abseits. Oh, das könnte Abseits gewesen sein. Müssen wir uns noch mal anschauen. Oh, klasse, der lange Ball. Der Verteidiger kann klären. Da sieht er die Lücke. Gut, per Kopf weitergeleitet. Und das ist Halbzeit in der Verlängerung. Ja, natürlich konnte man damit rechnen, dass es eng werden würde. Aber so eng. Es bleiben noch 15 Minuten für eine Entscheidung. Ja, da sieht man, der Abwehrspieler kann das Spiel lesen und kommt prompt in Ballbesitz. Ein perfekter, weiter Ball. Aber ein ganz schlechter Flankenball. Gut gemacht. Oh, so kann er doch nicht in den Zweikampf gehen. Das muss Freistoß geben. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. Und damit ist das Kontingent erschöpft. Keine Möglichkeit. Warum? Der Torhüter steht genau richtig. Ja, Torwart will kein Risiko angehen, klärt. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und Tor! Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Da haben sie keine Sekunde Zeit verschenkt. Gegenangriff, schnell und entschlossen durchgezogen. Klasse Pass. Das war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Da sieht er die Lücke. Klasse Kopfball. Klasse, wie sie den Ball zurückgeholt haben. Guter Einsatz. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Und dieser Erfolg bedeutet ab in die nächste Runde. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke Bastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, nächsten Mal.